Bei einer Versetzung weist der Arbeitgeber einseitig, also ohne Zustimmung des Arbeitnehmers, neue Arbeitsbedingungen und oder einen anderen Arbeitsort zu. Das heißt also, eine Versetzung muss jetzt nicht rein physisch von dem einen Ort zu dem anderen Ort stattfinden, sondern es kann auch durch die Veränderung der des Arbeitsinhalts stattfinden. Gesetzliche Grundlage für die Versetzung ist § 106 Gewerbeordnung. Wie immer im Arbeitsrecht sind die gesetzlichen Regelungen dazu weit verbreitet und verstreut. Der Gesetzgeber hat sich hier wie so ein kleines Eichhörnchen verhalten und überall ein paar Nüsse versteckt. Es gibt also leider kein Arbeitsgesetzbuch, sondern wir finden unsere Vorschriften in verschiedenen Gesetzen. Und zum Thema Versetzung schauen Sie bitte in § 106 Gewerbeordnung. Da steht drin, in § 106 Gewerbeordnung steht drin, dass der Arbeitgeber den Inhalt, die Zeit und den Ort der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen kann. Eine Grenze bildet der Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder gesetzliche Vorschriften. Ich hatte gerade zitiert, dass die Anweisung von Ort, Zeit und Inhalt der Arbeit billigem Ermessen entsprechen muss. Das heißt, der Arbeitgeber muss gucken, unter Abwägung der eigenen Interessen gegen die des Arbeitnehmers, ob das Ganze zumutbar ist. Neben der Zumutbarkeit ist natürlich noch wichtig, ob sowohl der Arbeitsvertrag als auch Tarifvertrag, Gesetze und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Der Arbeitsvertrag ist eine ganz wichtige Quelle, wenn es um das Thema Versetzung geht. Viele Arbeitsverträge haben Versetzungsklauseln. Wenn keine Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag enthalten ist, dann ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers logischerweise enger. Wenn eine Versetzungsklausel drin ist, bitte seien Sie dennoch wachsam, denn Arbeitsverträge sind allgemeine Geschäftsbedingungen und müssen bestimmten Voraussetzungen entsprechen. Die Versetzungsklausel darf nicht überraschend sein, das heißt, sie darf nicht irgendwo im Arbeitsvertrag vergraben sein, sondern sie muss sich schon an der richtigen Stelle befinden und muss jetzt nicht unbedingt mit dem Wort Versetzungsklausel überschrieben sein, aber wenn es an der Stelle, wo es um die Tätigkeit geht, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wird eingestellt als, dann an der Stelle ist es sinnvoll, auch die Versetzungsklausel anzubringen und sie nicht irgendwie unter ferner Liefen, § 15, sonstiges zu verbuddeln. Das wäre dann überraschend. Außerdem muss die Versetzungsklausel transparent sein, das heißt, sie muss verständlich, klar und verständlich sein. Kleiner Tipp, ich sage immer, wenn Sie länger brauchen als 5 Minuten, um zu verstehen, was damit gemeint ist, ist das ein starkes Indiz dafür, dass die Klausel intransparent ist. Die Versetzungsklausel darf den Arbeitnehmer auch nicht unangemessen benachteiligen, das heißt, der Arbeitgeber darf nicht jedwede Tätigkeit zuweisen. Und es muss sich also um eine Tätigkeit handeln, die den Kenntnissen und Fähigkeiten des Arbeitnehmers entspricht und vergleichbar ist mit dem, was er bisher tut. Und natürlich darf eine Versetzung auch nicht dazu führen, dass das Gehalt gekürzt wird oder so. Eine Versetzungsklausel ist für den Arbeitgeber ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite ermöglicht er sich seinen Handlungsspielraum, den Arbeitnehmer woanders auch einsetzen zu dürfen. Auf der anderen Seite verringert er sich seinen Handlungsspielraum bei betriebsbedingten Kündigungen. Denn wenn jemand eine weite Versetzungsklausel in seinem Arbeitsvertrag drin hat, ist die Versetzung vor der betriebsbedingten Kündigung natürlich vorrangig als milderes Mittel zu prüfen. Kommen wir zum Schluss noch zum Mitbestimmungsrecht. Der Betriebsrat hat natürlich bei der Versetzung ein Mitbestimmungsrecht. Er muss der Versetzung zustimmen, wenn es sich um ein Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitnehmern handelt. Derjenige, der versetzt werden soll, über 18 ist und schon länger als 6 Monate im Betrieb. Eine Versetzung nach § 95 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die länger als 1 Monat dauert oder eine ebenfalls länger als 1 Monat dauernde Veränderung der Arbeitsumstände. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann teilen Sie ihn sehr gerne in Ihren sozialen Netzwerken, erzählen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen davon, geben Sie mir Likes, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Ansonsten bleibt mir noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie schön flexibel. Hier war Ihre Sandra Flämig. Hier gibt es mehr als nur Arbeitsrecht.